Funktioniert. Also, herzlich willkommen. Mein Name ist Peter Heulberg. Ich wollte heute etwas zu meiner Heizung erzählen. Smart Homes, muss ich gleich von weg schicken, ist etwas übertrieben. Also smart ist da nicht so viel, es wird gemessen. Das erkläre ich aber gleich auch, warum das so ist. Und auch ich nutze Demokratisierung, hatten wir hier gerade irgendwie so einen Spruch, Demokratisierung von Technologie. Davon profitiere ich und deswegen halte ich auch den Vortrag, weil ich glaube, sowas ist sinnvoll, wenn man zum Beispiel eine Heizung hat. Man kann aber auch andere Sachen damit messen. So, kurz zu mir. Ich bin freiberuflicher IT-Berater in Mainz, hauptsächlich rund um Webtechnologien, ERP, also auch hier geht es ums Geldverdienen. Aber prinzipieller IT-Generalist, kann man alles bei mir nachlesen auf der Webseite da unten. So, wie komme ich dazu? 2007 habe ich mit meiner Frau ein Haus gekauft. Als ordentlicher Nerd habe ich dann evaluiert, was kann ich da machen, wessen Steuern regeln, echtes Smart Home. Die Profis nutzen dann gern EIB, der europäische Installationsbus, der heißt jetzt Connex. Neulich war auch hier in Frankfurt die Interclo, die ISH, da kann man sowas kaufen und es kostet sehr viel Geld. Also konkret in meinem Fall wären es so roundabout 15.000 Euro gewesen, das konnte ich mir nicht leisten, habe ich lieber, oder meine Frau wollte lieber Parkett. Nur gut, nach so einem Jahr in der Bude, die Heizungsrechnung war irgendwie hoch, das war schon absehbar, weil das Ding war groß und alt, haben wir halt mitgekauft. Jo, also habe ich dann angefangen, an dem Ding darum zu machen, da ist dann so ein kleines Display dran, hoch und runter gedrückt, Zahlen eingestellt, keine Ahnung von nichts. Es war einfach Mist, ich wusste nicht, was das Gerät so den Tag über macht. Heizt er jetzt gerade? Dann kann man runter in den Keller gehen. Oh ja, er heizt irgendwie mit 60 Grad. Gut, ist okay, oben ist warm, dreht mir ein bisschen runter. Tags drauf war es kalt, war nicht so gut. Also ich habe mir gedacht, das muss ich irgendwie protokollieren. Da brauche ich Internet heute, Web 2, wollte ich wieder was sehen. Warum hat das Ding keinen TCP-Anschluss? Was ist da los? Gibt's nicht. Kostet alles immer noch sehr viel Geld, also habe ich mich kundgemacht oder rumgegoogelt und kam dann recht schnell zu einem sehr preiswerten Bus. Also die Thermometer müssen irgendwie verbunden werden, abgefragt werden. Ich wollte es dann irgendwie darstellen, eben in einem Chart. Nennt sich OneWire-Bus. Was ist das? Das ist von Dallas Semiconductor entwickelt. Die heißen jetzt Maxim. Und man kann damit Temperaturfühler zum Beispiel, Zähler und diverse andere Geräte hintereinander schalten. Jedes dieser Dinge hat wie so eine Netzwerkkarte heutzutage eine einzigartige ID. Daran wird das Gerät dann auch identifiziert. Tendenziell kann man die auch selber löten. Also ich bin jetzt nicht so hier wie die hier mit Hardware und so, kann ich eigentlich nicht. Lötkolben habe ich dann auch gekauft und versucht, es hat nicht geklappt. Ich habe die konfektioniert gekauft, komme ich gleich dazu. Aber man kann sie an den Rechner anschließen. Da gibt es so einen Dongle, RS-232, das kannte ich dann noch. Und es gibt auch Software und ich habe dann mal eins gekauft für einen Knoppenkleber dran gesteckt. Ging, also dachte ich, damit mache ich es. Prototyp hat funktioniert. Wie sieht das aus? Die werden hier so hintereinander gehängt, eine nach dem anderen, muss auch nicht terminiert werden. Und letztendlich für mich interessant war, hier da USB, seriell, Computer, Software, gut. Zeige ich jetzt gleich, wie sehen die Dinge aus. Das hier ist so ein Temperatursensor, hier rechts habe ich noch einen Counter und es gibt auch einen Hub, der macht dann das Durchschleifen quasi in dieser kleinen Kiste drin, aber da kann man dann sternförmig seine Kabel dranhängen. Wie sieht sowas aus? Ich habe es mal mitgebracht. Das ist jetzt ein sehr kurzes Ding. Letztendlich ist es so ein RJ45-Stecker, wie wir den von ISDN kennen und ein schwarzer Knubbel, der ist dann da eingeschweißt. Ich habe das einfach so gekauft. Löten, wie gesagt, hat nicht funktioniert. Da steht auch, wo man es kriegt. Der Typ verkauft, ich habe gestern extra nochmal geguckt, gerade nichts mehr, aber man findet es, wenn man sucht. So, zu meiner Heizung, darum geht es ja eigentlich. Wir reden hier über zwei Heizkreise. Professionell ist es eigentlich nur ein Heizkreis, der obere und der untere. Der untere macht Brauchwasser warm. Das heißt, konkret kommt hier Warmwasser rein. Im Haus wird es warm, das kann ich messen. Und dann kommt kühleres Wasser runter. Dasselbe gilt für den Boiler, der nebendran steht. Kommt Warmwasser rein, der heizt das dann mit einer Schleife auf, kommt etwas kühler wieder raus und hält in meinem Fall 120 Liter warmes Wasser vor. Das kann man einstellen. Die Temperatur kann ich natürlich auch messen und dann können meine Frau und ich duschen. Das ist sehr trivial. Die Profis machen das dann mit Solar und das kann man also beliebig ausbauen. In meinem Fall sehr einfach. Was messe ich?
Vor, das sind jetzt Fachterminologie, die müsste ich erstmal lernen. Also Vorlaufheizkreis, Rücklaufheizkreis, Vorlaufbrauchwasser, Speichertemperatur im Speicher und die Raumtemperatur in einem Referenzraum sowie die Außentemperatur. Die brauche ich, weil meine Heizung witterungsgeführt ist. Das ist auch ein altes Patent, das macht man, naja, hat man mal so gemacht oder viele machen es noch. Ich hoffe, man kann das jetzt sehen, das ist mein Keller. Die Heizung, hier links hängt der Hub, dann gibt es da diverse Kabel, die eben zu einem Vorlauf führen, zu einem Vorlauf für den Brauchwasser und da irgendwie geht hier noch ein Kabel rüber, das geht dann nachher da drüben aus dem Fenster raus für die Außentemperatur. Und hier ist dieses kleine Display, das sagt mir dann, was die Heizung eigentlich tut. Also da drin ist noch ein anderes kleines Display, da kann ich auch Knöpfchen drücken, ist aber alles so mit Register. Also das wäre vielleicht auch was für die Leute, die dann hier sowas können, ich konnte das nicht. So, hier, das ist mein Netzwerkschrank nebendran, da kommt dann hier das Kabel runter, das ist der Server quasi. Da hinten dran ist dann die serielle Schnittstelle, also USB unter Linux. Als ich das gemacht habe, vor 2-3 Jahren, war das noch so ein Sach. Ich habe mich dann für RS-232 entschieden, das geht relativ einfach. Ja, und als ich dann das Haus gekauft habe mit meiner Frau, habe ich natürlich strukturierte Kabelung gelegt, also K6 in jedem Raum, mindestens 2 Stecker. Die kommen hier orange runter und werden hier verschaltet und irgendwo da ist auch noch DSL und so weiter. So, das hier ist jetzt unser Esszimmer oder ein Teil davon und hier rechts ist dieser kleine Nippel, der steckt dann in der Netzwerksteckdose und ist die Temperatur. Der war gerade noch akzeptabel. Also generell, diese Themen sind... Oder sagen wir mal so, der Wife-Acceptance-Faktor ist gering. Vielleicht dann, wenn die Rechnung kommt, ist es gut. Aber Zeit und Geld waren hart zu beschaffen. Das, also wie die Herren das vor mir auch schon gesagt haben. So, was mache ich jetzt? Ich weiß gar nicht, ob man das gut lesen kann. Das Orange von mir hier sieht etwas schlecht aus. Aber also, es gibt eine Software, die nennt sich Digitemp. Die initialisiert den Bus einmal. Also quasi wirklich nur ein einziges Mal. Und danach kann ich mit diesem Digitemp rhythmisch die Geräte am Bus auslesen. In meinem Fall hauptsächlich Temperaturen. Ich habe ein kleines Python-Skript geschrieben. Ich bin auch der Erste heute Abend, der Code zeigen wird. Das macht das, führt es aus und passt diese Information an eine MySQL-Datenbank. Das wird von Gron alle Ritt lang gemacht, sprich alle 5 Minuten. Und dann gibt es eine weitere Open-Source-Software, die ich gefunden habe, nennt sich DT-Graph. Das ist eine kleine PHP-Web-Applikation, die greift dann wieder aus der Datenbank ab, je nachdem, was ich da an Zeiträumen oder Sensoren auswähle. Wie gesagt, das alles läuft im Keller und war relativ preiswert. So, kann man das überhaupt lesen? Nicht wirklich. Also was hier passiert, ich rufe hier das Digitemp auf, einmal initialisiere den Bus. Und dann kommen hier die Sensoren. Und diese Sensoren werden dann in eine Config geschrieben, dass er das halt nur einmal machen muss. Das ist dann hier diese Nummer quasi. In meinem Fall sind es 7. So, dann kann ich das Ganze abfragen. Das findet dann hier unten statt. Leider kann man das nur sehr schlecht sehen. Hier steht die Konfigurationsdatei und den Temperatursensor 0 und Abracadabra. Hier ist jetzt 55 Grad Celsius warm oder 131 Grad Fahrenheit. Natürlich kann ich, wie bei Linux immer, mit so ein paar Flags dem sagen, was er zu tun hat, wie er es auszugeben hat und so weiter. Gibt es auch super dokumentiert. URL habe ich später hinten dran. Das ist jetzt der Kopf des Python-Skripts. Im Prinzip sind das hier die, ist das die Initialisierung der MySQL-Tabellen. Das habe ich von dem DT-Graph übernommen. Früher habe ich das mal händisch gemacht, bevor ich DT-Graph gefunden hatte. Also im Prinzip werden da einfach nur die IDs nebeneinander geschrieben und die Temperatur, der spricht der Wert, der da ausgelesen wird, einfach runter in eine Tabelle. So, das ist, kann man das sehen? Nein, gar nicht. Ich habe es extra schön bunt gemacht. Also, das ist mein ganzer Stolz. Also, ich find Python besser übrigens. Ja, also von wegen hier PHP, ja, Ruby, okay. Also, das tut, was es soll. Es nimmt, es fragt den Bus ab und packt die Daten in die MySQL-Datenbank. Es wird bunter und besser. Das ist jetzt das Backend quasi, bisschen übertrieben, die Einstellungsseite von DT-Graph. Hier sieht man jetzt auf der linken Seite die ID des Sensors, den kann ich einen Namen geben, ein bisschen Gelaber dazu machen, vor allen Dingen eine Farbe, die ist wichtig und dann kann man den auch nochmal löschen, im Großen und Ganzen. Das ist alles, was ich habe an Info. Ich wollte es nur mal, von wegen ein bisschen brollen,
Das fängt da irgendwie an hier, das dürfte sein 9.2010, da habe ich das System so, wie es jetzt ist, installiert, sprich es ist der letzte Winter. Unten, das ist der Temperaturverlauf der Außentemperatur und hier mittendrin finden diese ganzen Vorlauf, Rücklauf und so weiter und oben das ist die Boilertemperatur. Nur mal so. Die Frage ist, was kann man jetzt damit machen? Also ich hatte den Trieb, das Ding als Mittel zum Zweck zu nutzen. Mir kommt es nicht darauf an, dass ich hier Drucker auseinanderbaue. Also ich habe eine Time to Market, wollte ich da haben. Das heißt, mir kommt es auf die Erkenntnisse an. Und ich habe mal drei Beispiele mitgebracht. Die erste ist, also übrigens, ich habe vor Jahren, als ich das aufgehört habe, keine Ahnung von Heizung gehabt. Ich mache eine kleine Einführung. Wir sehen, ja, man kommt nicht drum rum. Also hier gibt es, das ist die Außentemperatur. Wie gesagt, die ist wichtig, weil je kälter es wird, desto mehr muss die Heizung heizen und desto höher wird der Vorlauf in den Raum, die Vorlauftemperatur. Die Vorlauftemperatur sehen wir hier oben, das ist dunkelorange oder rote. Und der Rücklauf, sprich was wieder zurück in die Heizung kommt, die Temperatur, ist dieser Teil hier, der untere orangene Teil. Und interessant ist für den Profi die sogenannte Spreizung. Und das sind diese zwei Pfeile hier, nämlich ich möchte ja, dass möglichst viel Energie oben im Raum hängen bleibt und nicht gerade wieder runterkommt. Und die Spreizung, die ist ein bisschen temperaturabhängig, aber vor allen Dingen von der Geschwindigkeit der Pumpe. Und die habe ich dann etwas reduziert, sprich aufs Minimum runter. Und so ist es mir gelungen, nachdem ich das alles erstmal gerafft habe, von 10 Grad Spreizung auf 15 Grad Spreizung. Das heißt, ich muss weniger hochpumpen, es bleibt mehr oben hängen und die Heizung tut ihren Job. Ganz interessant ist noch an dem Bild, wenn, man sieht so ein bisschen, dass das hier nach unten geht. Das heißt, hier geht es so los mit 10 Grad und endet so hier knapp über 0. Und dementsprechend wird auch die Heizung etwas mehr Temperatur in den Raum bringen. Das heißt, es geht hier leicht hoch. Kommen wir gleich nochmal dazu. Ein weiterer Use Case, wenn man so möchte. Hier sehen wir jetzt die Boilertemperatur aufgezeigt. Über einen Tag, mittags um 12 habe ich mal losgemessen. Bis dann tags drauf abends, glaube ich. Und interessant ist also zuerst mal, das Ding verliert natürlich an Temperatur. Das liegt in der Natur der Dinge. Wenn ich kein neues heißes Wasser reinmache, selbst wenn es gedämmt ist, wird es einfach weniger. Energie geht weg. Nennt sich Bereitstellungsverluste. Dann sehe ich, irgendjemand hat um 9 geduscht, das war, glaube ich, nach Sport. Und irgendjemand hat morgens um 6 geduscht, das war, glaube ich, meine Frau vom Job. Ist ganz gut, also da kann man immer sehen, wann da wie auch Verbrauch ist oder wenn dann plötzlich mal jemand heiß Wasser richtig laufen lässt an irgendeinem Hahne. Nun gut, für die Überwachungsfreaks unter uns. Hier habe ich jetzt eine Messung gemacht über 4 Stunden und festgestellt, ich verliere 2 Grad Celsius. Mit ein bisschen Physik und ein bisschen Rechnerei kann ich mir dann zusammenrechnen, was es mich im Jahr kostet, dass da ich immer, beziehungsweise meine Frau und ich, heiß Wasser haben. Das geht dann hier mit der Wärmemengenberechnung. Ich erspare mir das jetzt durchzuorgeln, weil ich versuche, die 10 Minuten zu halten. Aber von der Tendenz her, ich habe es zweimal nachgerechnet, es müsste stimmen. Es wird halt hergerechnet, interessant ist der spezifische Wärmekoeffizient und wie viel Wasser ich da tatsächlich drin habe, sprich Kilo. Und daraus kann ich dann errechnen, wie viel Kilowattstunden ich da verliere. Das rechnet man hoch über Geld und Dauer und komme dann auf 33,11 Euro, nur dafür, dass wir warm Wasser haben. Was sagt mir das jetzt? Also ich habe dann natürlich, das ist eine alte Rechnung, ich habe die mehrfach auf dem Papier, das hat auch ein bisschen gedauert, ich bin kein Physiker, bis ich das alles drauf hatte. Aber im Internet stand, die müssen ja recht haben, im Normalfall hat man so zwischen 1,4 und 1,6 Kilowattstunden Verlust am Tag. Das wäre für einen normalen Boiler normal. Ich habe jetzt einen billigen Guss. Boiler für 400 Euro gekauft, der war natürlich dann auch irgendwann kaputt und musste ersetzt werden. Ich verliere 1,65 Kilowattstunden am Tag. Ja, und wir sehen, das ist auch wieder ganz interessant, lohnt es sich für mich, einen neuen Boiler zu kaufen oder einen Spezial-Turbo-gedämmten Boiler, nur dass ich das dann von 1,6 auf 1,4 oder auf 1 bekomme. Die Rechnung sagt, 33 Euro, sagen wir mal, ich bin super optimistisch, ich spare die Hälfte, für 15 Euro im Jahr, da kann mein Boiler lang machen. Das lohnt sich also nicht wirklich. Die Verluste kann man hinnehmen. Das ist eine so eine Erkenntnis. So, noch ein bisschen freakiger wird es jetzt. Das muss man auch nicht verstehen. Interessant ist hier das Folgende. Und zwar Heizungen heutzutage meistens sind entweder witterungsgeführt oder raumabhängig. Dann habe ich in jedem Raum eine Temperatur, die wird dann angepasst und so weiter. Meine ist halt noch klassisch. Hängt außen ein Thermometer.
Und hier ist jetzt interessant, ich kann das eigentlich mit nur zwei Werten regeln, nämlich den Fußpunkt und die Steilheit, und aus der errechne dann meine Heizung. Wenn es langsam kälter wird, muss ich entsprechend mehr Vorlauftemperatur geben. Und das kann man überprüfen, wie das funktioniert. Ich kann natürlich den Fußpunkt verändern und die Steilheit. Da habe ich, das ist ein träges System. Ich muss das also über Tage, Wochen und so weiter machen. Ich habe es ein bisschen gemacht. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe eine Steilheit von 1,2. Will heißen, es wird ein Grad kälter, dann macht er 1,2 Grad mehr heißes Wasser. Für jedes Grad, das kälter wird. So. Das kann man auch, wie gesagt, überprüfen. Hier sehen wir jetzt wieder einen Klassiker. Das geht, glaube ich, irgendwie nachts um 12 los. Über einen Tag unten ist die Temperatur, die Außentemperatur. Das ist die Referenzraumtemperatur. Diese Nippel hier, das ist, wenn mir mal jemand die Tür aufmacht und es etwas kühler wird. Das hier ist der Vorlauf und das Schwarze hier oben ist die Boilertemperatur. Die Heizung kann entweder Heißwasser machen für Brauch, sprich für Boiler, oder für die Heizung. Die fängt also dann morgens an bis irgendwie um 6 oder so oder 4, keine Ahnung. Das ist quasi die Nachtabsenkung. Dann wird warm gemacht. In dem Fall hatten wir irgendwas 54, 55 Grad. Dann hat er festgestellt, oh, im Boiler wird es zu kalt, dann mache ich mal ein bisschen Heißwasser im Boiler. Dann hat jemand geduscht, da muss auch wieder ein bisschen Heißwasser gemacht werden, aber im Prinzip macht dann immer schön Raumtemperatur klar. Das funktioniert auch ganz gut. Meine Frau und mir ist häufig kalt. Wie kalt war es? 2, 3 Grad. Also wir hatten da so gut 21, 22 Grad Celsius im Esszimmer. Ja, entsprechend abends wird es ein bisschen kühler, also muss er ein bisschen mehr Heißwasser in den Vorlauf der Räume packen. Also, lang Rede, kurzer Sinn, das funktioniert. So, das dürfte im Wesentlichen auch schon gewesen sein. Das kann man natürlich beliebig aufbohren. Ich habe jetzt dieses Jahr im Herbst den nächsten Use Case aktiviert. Konkret, das ist mein Gaszähler. Temperatur ist ja toll. Ich würde aber gerne wissen, wie viel Kubikmeter ich tatsächlich da verblase und verbrenne. Nach einiger Recherche im Internet, da gibt es bei... gibt es zu kaufen, so einen kleinen Riedkontakt, den kann man da unten reinstecken. Auf dem zweiten Zähler ist ein kleiner Magnet, der fährt dann da dran vorbei. Und ich habe dann hier dieses Zählermodul, da geht hier der Riedkontakt rein und da der One Wire Bus raus. Und dann kann ich jede Umdrehung hier auf dem, ich glaube, das Kubikdezimeter oder so irgendwas rechnen oder zählen. Wieder in die Datenbank rein, extra Tabelle gebaut, bisschen MySQL, bisschen PHP. Dann habe ich festgestellt, natürlich... der DT-Graph kann nur Temperaturen. Jetzt musste ich mir selber was zusammenbasteln, habe dann da mit JavaScript, Flot und so weiter ein bisschen rumgedoktert. Ich suchte auch Leute, die ein bisschen mehr drauf haben als ich. Das ist dann die Erkenntnis. Ich habe schon mal direkt Euro dann mir zusammengerechnet. Das heißt, am 18. oder sowas, 11. hat er 6 Euro Gas verbraucht. Das kann man natürlich sich abgreifen, ob Kubikmeter, Kilowatt oder Euro, wie auch immer. Das wäre mal so ein nächster Move, den ich gerne machen würde. Dieses Zählermodul funktioniert auch für Gas und für Wasser und für Strom. Muss man natürlich dann von einem Fachmann dazwischen klemmen lassen. Also am Wasser mache ich ungern rum. Da gibt es nur dicht oder undicht. Ich kann nicht so gut dicht. Bei Code ist es einfacher, das funktioniert, dann kann man es oder nicht und kann ranrobben. Das sind die URLs, die da relevant sind. Und natürlich noch so ein Hint, wer mal mit Heizung zu tun hat, kommt am Haustechnik-Dialogforum nicht vorbei. Das sind die Nicht-Computer-Nerds, die Energie-Nerds und so. Aber sehr empfehlenswert. Ja, noch mal kurz, ich suche noch Leute, die Interesse an Python haben, eine Praktikantin, und stehe für alle Fragen offen und für Geschwätz rund um Smart Home. Also da geht auch noch mehr. Ich kann auch noch ein bisschen mehr zu IPE und so weiter. Das ist jetzt nur mal praxisbezogen. So kann man es machen für einen Knopf und einen Klicker zu Hause. Dankeschön. Gibt es noch Fragen? Es hat doch 20 Minuten gedauert, sagte er. Sorry. Das war 20 Minuten. Fragen, bitte. Ja. Ja, dazu, ja, also nochmal, ja, sorry, ich wiederhole mal die Frage. Gibt es was, was funkt? Nachträglich verdrahten ist schwierig. In der Tat ist es. Ja, gibt auch was funk, kostet aber gleich viel mehr. Also ich habe da hingeschrieben, mein Sensor kostet 1,20 Euro, wenn ich selber löte, oder 10, wenn ich faul bin und einfach so kaufe. Gibt funk,
diverse Möglichkeiten von sehr professionell, Connex IP, bis hin zu, ich friegel mir selber was, zum Beispiel Zigbee. Das kann man machen, aber dann muss ich mir was überlegen, wie kriege ich, also das ist im One-Wire-Bus nicht vorgesehen. Das ist das Problem. Das heißt, ich kann damit diese billigen Sensoren nicht mehr benutzen. Ich kann andere nutzen, die kosten auch nicht wesentlich viel mehr, aber sagen wir mal, ich wäre mit einer Lösung dabei, die Rüstkosten für einen Sensor, ein Kuppler an Linux kostet 50, ein Zigbee-Modul nochmal 50 und 10er für das Ding, das heißt mit 110 Euro wäre ich mit meiner ersten Temperaturmessung dabei, jeder weitere Sensor wären dann nochmal so 60 Euro. Geht, muss man aber selber frickeln und hat leider, soweit ich weiß, müsste man aber nochmal verifizieren, auch keine besonderen Software verfügbar. Das Ding ist ja plus minus out of the box, ich muss es nur konfigurieren und für meine Dinge anpassen. Also das müsste man selbst weiter pushen. Aber es gibt auch noch andere vom ELV und so, wo man dann mit, ich glaube, auf 800 und bis Megahertz funken die und so. Aber die kosten ungefähr selber. Also bin ich auch mit einer Messung bei 50 Euro. Weitere Fragen? Niemand. Ich habe nochmal eine Interessensfrage von mir. Wer hat eine eigene Heizung? Immerhin. Das sind mehr, als ich erwartet habe. Also ich hatte mit dem Thema vorher nichts zu tun. Ihr werdet alle Freuden haben, die ihr demnächst eine Heizung haben werdet. Bitte. Ich habe mhm. Mhm. Sehr gut. Also soweit bin ich schon nicht. Aber ich habe auch das noch, nicht, wir haben auch das Dach gedämmt und so weiter, aber alles in allem 1.000 Euro gespart. Also meiner Meinung nach ist das der erste Anfang und Smart Homes wird eine richtig große Sache.